So, jetzt halte ich natürlich Augen und Ohren offen. Ich will Zeitkapseln finden. Das ist echt so eine geile Idee. Hier ist aber nichts drin. Hier waren wir gerade, ne? Ja. Oh! Verdammt! Schrei mich nicht so an! Ich weiß gar nicht mal, ob ich jetzt hier sein möchte. Da sind wieder diese ekligen Krabbenviecher. Aber wir schauen uns jetzt mal sehr genau um. Warte mal, aber hier geht's nur... Ich will mal wieder weiter hoch. Ich glaube nicht, dass das in diesem Gebiet war. Ich glaube, das war ein bisschen grünlicher. Die sollen bitte nur so gruselige Musik machen, wenn wirklich was hinter mir her ist, Mann. Alter Schwede. Das können die doch nicht machen. Wo? Oh nein. Ehrlich? Ich muss zurück zur Insel. Ich habe mein Reparaturkit nicht dabei. Gott! Herrlich. Aber ich glaube wirklich, das war in diesem Gebiet. Ich darf mich jetzt hier nicht unbedingt erwischen lassen. Weil hier sind ja, glaube ich, die Haie unterwegs, ne? Kann sogar sein, dass ich damals einfach hier so diese Richtung runtergeschwommen bin, weil ich das eine Wrack gesucht habe. Da leuchtet noch was. Aber das ist eine geöffnete Box. Warte mal, was liegt da? Du bist ein Stuhl. Also ich fände jetzt auch mal interessant, wie oft kann man wohl so eine Zeitkapsel finden, weil... Wie lange sind wir jetzt hier im Spiel? Und das war jetzt nach, was weiß ich, wie vielen Spielstunden unsere erste Kapsel. Sei denn, ich habe vielleicht vorher mal eine übersehen. So, da wollen wir hin, ne? Ja. Ja, wenn wir ganz vorsichtig sind, können wir auch noch ein bisschen weiter erkunden. Aber ich glaube, hier ist ja schon wieder die Höhle mit dem Abluftteil. Manu, ich will das wiederfinden.
Schade, dass ich nicht von Anfang an... Ja, okay, jetzt hätte mir eh nichts gebracht. Das war ja vor dem Absturz. Weil sonst könnte man ja eine Boje dahin packen. So. Bin ich gerade hier drauf? Nein. Ich muss den Punkt finden, wo ich gerade drauf gegangen bin. Ich glaube, das war hier, ne? So, und dann bin ich hier irgendwo quer hochgeklettert und hier hoch und da. Und... Na? Irgendwo hier lang. Ah, warte, warte, hier war was. Hä? Was? Hä? Nein, was mache ich denn? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es wieder. Ja, toll. Wenn wir dann jetzt schon mal... Nein, das ist so ein verfluchtes Elend. Ich gehe jetzt hier hin. Und ich hoffe, wir haben hier eine ebene Fläche. Hier. 1, 2, 3, 4. Hä? Wo kommt die denn jetzt her? Ist sie mir auf den Kopf gefallen oder was? Okay, wir haben jetzt Titan verloren, aber das ist mir jetzt auch egal. Das mit der Melone war jetzt schon ein bisschen strange. Habe ich da auf einmal eine alte Melone in meinem Inventar? Gibt's doch nicht. Kann ich ja noch nicht mal essen. Also man kriegt wesentlich schneller Hunger als Durst, ne? So. Vor allen Dingen, was können wir eigentlich hier noch reinmachen? Vielleicht hatte ich ja schon irgendwas, was ich nicht als sinnvoll gefunden habe. Aber irgendwie müssen wir ja den Anzug noch erweitern können. Na, habe ich hier jetzt Titan rumfliegen oder ist es ganz runtergefallen? Hi. Du fällst aber langsam. Ach, hier ist alles. Ja, cool. Nimm ich doch. Und dann... reparieren wir doch erstmal unsere Motte. Na. Und jetzt kriegen wir wieder Nacht, wo wir nichts sehen. Perfekte Bedingungen. Wenn nicht der Hunger und Durst so schlimm werden würde, würde ich auch sagen, ja komm, ich warte die Nacht ab. Aber... nee. Gut, dann schwimme ich mal in diese Richtung. Was gibt's denn hier? Über uns müsste jetzt der Treffpunkt sein, ja. Nee. Echt jetzt? Was ist heute los? Noch eine Energie? Eine Zeitkapsel? Mal gucken, was hat uns dieser Nutzer gezeigt oder gesagt? I've made many memories in my time here on 4546B, but I'd have to say that this one takes the
Okay. Somehow, Gasopod managed to find his way into my base when I tried shooting it with my repulsing cannon. Well, I don't want to talk about what happened next. Oh Gott, ey, der ist in seiner Base drin. Ja, das ist ja echt fies. Das ist wirklich fies. Ja, cool. Wenn man zum Schluss wirklich noch so eine Zeitkapsel verschicken kann. Hallo? Ach, falscher Knopf. Dann muss ich mir vielleicht auch mal was überlegen, irgendwie einen lustigen Screenshot zu machen. Das könnte meine Hausaufgabe mal irgendwann werden. Sag mal, waren wir hier schon? Aber warum finden wir auf einmal jetzt die ganze Zeit Zeitkapseln? Das ist eine sehr gute Frage, ne? Ist das die Höhle? Ja, das ist die Höhle. Man hört sofort alle schreien. Das ist echt beängstigend, dass die Höhlen alle so verbunden sind. Aber jetzt möchte ich noch mehr Zeitkapseln finden. Jetzt werde ich gierig hier, ne? Wo findet man findet die einfach so auf dem Boden? Es muss ja noch nicht mal eine richtige Fundstelle dabei sein. Mich würde mal interessieren, wenn ihr Subnautica auch schon gespielt habt und so eine Zeitkapsel absenden konntet, was habt ihr da reingeschrieben? Vielleicht ist es ja auch eine kleine Inspiration für mich. Ich weiß ja nicht, wie lange ich jetzt hier noch rumdümpeln werde. Sehr lange wahrscheinlich. Also muss ja auch was, ja, Würdiges am Ende da drin stehen oder was Lustiges. Nee, ich mag diese Gegend nicht. Ich wollte ja nicht in so eine Höhle. Warte mal. Stopp! Hab ich... Bist du auch ein Jungtier? Oh. Ich habe ich schon, ne? Nein, du bist ein Phantom. Der wird mich gleich fressen. Nicht. Ich bin weg. Oh Gott, warum kriege ich die immer erst auf den letzten Drücker, wenn die so schnurstracks auf mich los schwimmen? Ich bin weg. Wahrscheinlich steht bei dem dann auch Glückwunsch, dass du noch lebst oder so. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Bin ich jetzt schon drin? Bin ich jetzt schon draußen? Ja, mit dem ist es nicht zu spaßen. Schnell speichern. Ich will den nicht nochmal einscannen müssen. Mensch, da haben wir doch heute schon gleich zwei eingescannt. Das ist doch der Wahnsinn. Und haben zwei Zeitkapseln gefunden. Also ich glaube nicht, dass ich so nah an diesem Abgrund hier war. Warte mal. Ach genau, die Absturzstelle hatten wir ja eigentlich schon. Ups. Aber ich würde hier gerne nochmal aussteigen.
Krebsbohrer. Hä? Jetzt mal ohne Witz, hatte ich nicht mal so viel auf einmal von dem Krebs gefunden? Das verwirrt mich doch jetzt. So, den haben wir aufgemacht. Ach, Inventar ist ja voll. Ja, ich weiß, es wäre hier wirklich von Vorteil, dann einen zweiten Frachtraum zu machen. Aber wenn ich nicht die Rumpfverstärkung hätte, dann würden die ganzen Viecher mich nach 3 Minuten schon hier aus dem Motter rausgezogen kriegen. So. Warte mal, ist da oben noch was? Das ist nur Metallschrott. Das sieht noch nach etwas aus, oder ist das... Hallo? Ah nee, du bist nur Quarz. Ach, nur Quarz. Quarz braucht man ja auch gar nicht. Quarz ist langweilig. Ich brauche andauernd Quarz. Ich würde gerne alles aus Glas bauen. Was ist das? Das sieht nach einem Torpedo oder so aus. Okay. Also kein Torpedo. Warte mal. Da liegt noch was. Nee, bitte, bitte, bitte. Nein, schade. Ich sag ja, ich werd gierig. Okay. Dann geht's weiter mit der Motte. Hier liegt aber auch nichts oben drauf, ne? Das wäre ein bisschen gemein. Nee. Wir sind von hinter uns gekommen. Warte mal, da ist auch noch was zum Einscannen. Wir machen das jetzt richtig gründlich. Wir räumen hier tutti kompletti auf. Damit wir nachher sagen können, wir haben alles gefunden. Wärmekraftwerkfragment. Das hatten wir auch schon. Und falls wir dann irgendwann wieder Titan brauchen, haben wir es halt hier rumliegen. Ist so auch gut. So, jetzt haben wir hier aber, glaube ich, alles. Das ist nur eine Textur. Und ansonsten... Das ist Quarz. Nicht drüber ärgern, es wird beim nächsten Mal auch noch da sein. Huch. Ja. Achso, das sah etwas anders aus, aber da ging es nur hoch. Das Hochfahren ist immer ein bisschen kritisch. Das muss hier doch irgendwo sein. Warte mal, was liegt denn da jetzt noch? Auf einmal Totenstille. Ich finde die neue Musik, die da manchmal drin vorkommt, die ist echt grausam, so mit den Geräuschen, dass man meint, da sagt jemand was oder so. Das sollten die nicht machen. Das irritiert doch nur. Und was mir jetzt gerade noch für eine Frage in den Kopf kommt, werden die Zeitkapseln da platziert, wo die Leute sie hinwerfen?
Aber ich glaube nicht, wahrscheinlich sind die meisten dann faul. Obwohl, wenn alle ihre Base unterschiedlich setzen, dann wird das wahrscheinlich hinhauen. Haben wir es hier auch schon? Nee, ist kein Magnetit. Ich schaue jetzt noch ein bisschen in dieser grünen Gegend hier. Das muss hier gewesen sein. Das war in diese Richtung. Ich traue dem Braten nicht. Vielleicht schwimme ich einfach mal rum. Außenrum. Weil das wäre, das war sowas wie, als wenn hier was ausgeschnitten ist, so ein Rechteck. Und dann ging es in eine Höhle rein, aber da brauchtest du keinen Sauerstoff. Ich weiß, andere würden jetzt vielleicht mit einem Zyklopen rumfahren. Ich nicht. Ich habe noch keinen Frieden mit ihm geschlossen. So, hier sind wir wieder im grünen Gebiet. Was ist das? Das sieht sehr komisch aus. Kann man das einscannen? Nein. Da scheinen wohl irgendwelche Pilze oder so zu sein. Hier haben wir... Haben wir hier wieder die Höhle? Es reizt mich anscheinend immer wieder hierhin zurückzukommen. Es zieht mich magisch an. Ich kann es nicht erklären. Mein Kopf will eine Lösung dafür finden. Weil irgendwo muss ja auch die Räumlichkeit sein. Habe ich noch irgendwo Wehwehchen? 3%. Ja, jetzt haben wir 10%. Das sieht nach etwas aus. Nein, es ist nur eine Pflanze. Ich glaube, ich fahre die gleichen Sachen gerade wieder ab. Das war echt bescheuert. Aber irgendwo muss es doch noch Erweiterungen geben. Ich finde es wirklich schade, dass kein einziger Notruf mehr reinkommt. Weil wir könnten ja jetzt quasi in der neuen Höhle weitermachen, wenn wir wärmeresistent wären oder hitzeresistent. Aber das sind wir nicht. Gefühlt habe ich wahrscheinlich auch schon komplett die Orientierung verloren. Das ist auch noch was, ne? Ah, wir haben wieder Durst. Ist das jetzt eigentlich die Stelle, wo wir gerade auch schon waren? Oder ist das die andere rote Geschichte?
Es gibt ja, glaube ich, zwei, wie auch immer die Reefs hier heißen. Einmal südwestlich von der Aurora und einmal, glaube ich, direkt bei uns nebendran. Wenn das so weitergeht. Was ist das? Ah, Seemotte. Dann muss ich wirklich mal gucken, was ich machen kann wegen der Hitze. Weil ich kann ja jetzt eigentlich nur die altbekannten Orte oder die, die ich meine, finden zu wollen, zu finden und es dann doch nicht schaffe. Ne. Zu den Moränen will ich jetzt nicht unbedingt. Bleibt nicht, glaube ich, auch noch was. Na. Wo war's? Wir müssen jetzt nach und nach alles Mögliche einscannen. Mein Gott, der ist ja doch ganz schön weit weg gewesen. Nein. Wenn ich jetzt einmal auf den Knopf drücken würde, dann wird so ein ganzer Schwarm erstmal so auf den Boden knallen. Das will ich ihm nicht unbedingt antun. So. Da hinten. Achso, die Kapsel kennen wir, glaube ich, schon. Ein letzter Blick. Aber warte mal. Da oben war eine Tür. Kommt man hier rein? Aber das ist so fies, wenn da so ein... Ach nee, hier ist ja... Na, okay, man kommt rein. Waren wir auch schon drin? Sieht erstmal nicht danach aus. Echt jetzt? Waren wir hier noch nicht drin? Oh Gott, hoffentlich finde ich hier gleich wieder raus. Rechtzeitig. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Leck. Ich denke mal, dass wir hier drin waren. Weil wir haben ja auch nichts mehr zum Einscannen. Boah. Aber hier ist noch ein PDA. Integrating new PDA data. Okay. Ja, vielleicht überschneidet sich das ja so ein bisschen mit meinem ersten und zweiten Spiel. Wieso haben die da so viele Notrufdinger? Ach, da ist sie. Thank you.
war jetzt hier noch die Kapsel? Irgendwo. Ja, es macht mich ja dann doch ein bisschen stutzig, wenn ich vielleicht schon das erste, die erste Runde jetzt mit der zweiten eventuell vertausche. Weil ich es im zweiten Durchlauf vielleicht auch schneller schaffen wollte. Ich weiß es nicht. Waren wir hier drin? Huch! So, hier ist nichts. Das kann ich nicht rausnehmen. Also muss ich hier drin gewesen sein. Ist das nicht schön, nie wieder eine leere Taschenlampe unter Wasser zu haben? Oh. Ich kann heute richtig gut fahren. Also, Hut ab. Da liegt auch noch was. Scheint aber auch irgendwas mit der Motte oder so. Ja. Ich finde das Geräusch lustig, was der Scanner macht, wenn man voll ist. Nee. So fast wie so ein digitales Pupsen. Nun gut, dann muss ich mir noch einen anderen Plan überlegen.